Das passiert, wenn ihr Kindern zu viel Schokolade gibt, Leute. Konnichiwa, meine Freunde! Also, wollen wir starten? Habt ihr Bock auf Schokolade? Ja. Okay, dann nehmt euch mal... Ja! Ladies first! Ist halt eine ganz normale Schokolade. Was? Ist wieder so ein Schwimmbad? Fünf. Der schmeckt ganz normal, also fünf. Ich sag drei. Nein, das ist ja nicht. Stimmt. Naja, drei. Ja, drei. Ist eine drei? Und mit Jonas, weil ich bin mit Roman und Opa. So? Findest du die Schokolade so? Oder ich finde sie so. Oder Mitte? Ich finde sie so. Also ja, ich finde sie auch so. Ich auch. Okay, dann hole ich die nächste. Wer und wer, der ist Bayern mit dabei, ne? Kinder. Diesmal ich halt erst. Ich nehme das kleine Schiff. Ja, gut. Interessant. Warum? Die schmeckt halt richtig cremig und so. So ein anderer Geschmack. Nicht so deins? Schmeckt so. Irgendwie, ich kann sie nicht beschreiben. Das ist irgendwie eine andere Schokolade. Ich kenne die irgendwie. Ich habe ohne weiße Schokolade bekommen. Ich kenne die irgendwie. Ich kenne sie irgendwie von irgendwas. Ich habe es, glaube ich, schon mal gegessen. Wenn jetzt weiße Schokolade kommt, nee, ist nicht mein Ding. Ich mag überhaupt nicht. Ich liebe weiße Schokolade. Schokolade. Braune Schokolade ist mir. Ja, mehr braun. Nein, weiße Schokolade ist am besten. Seid ihr bereit? Ja. Okay! Oh, was? Ist es KitKat? Das ist KitKat! Und du? Gut oder schlecht? Sehr gut. Sehr gut. The police coming straight from the underground. A young man got it bad, cause I'm brown. Die hat Nüsse, glaube ich. Nein, die hat keine Nüsse. Das ist KitKat-Schokolade oder so. Das ja, ist ein Stückchen. Das ist crunchy. Boah, ich habe schon mal KitKat mir in den Hals gesteckt, dann habe ich nicht runtergeschluckt. Das war ganz so lecker. Schmeckt ganz. Seid ihr bereit für die nächste? Ja! Und los! Oh, die sieht aber mal. Die sieht aber. Ah! Oh mein Gott. Meine Mutter isst die ganz gerne. Ich bring sie mal. Jo. Kurz Game Over. Moment. Die ist so gut, da müssen erstmal alle Schlucken trinken. Viel zu minzig. Viel zu minzig. Junge. Diese komische Schokolade. Aber diese Schokolade wird wirklich schlecht bewertet von mir. 0, 0, 0, 0. Also ein Antrag. Ja, okay, ein Antrag. Okay, ich gebe Ihnen einen Punkt ausnahmsweise. Ja. Ein Punkt kriegt die. Ja, ein Punkt. Ausnahmsweise. Seid froh, Hersteller. Wie fandest du die, Max? Lecker. Sieht man den Kopf noch? Ja. Ja. Ach, das war so eklig. Boah, die schmeckt so wie Hundeleckerlis. Ja! Minze! Das ist Schokolade! Ich hasse Minze mit Schokolade! Gesundheit! Geschmack werde ich schon nie mehr los! Und let's go, Bruder! Ja, ich hab genug da, kein Stress. Wir haben nichts, Mann. Wir haben nur das. Ja, probier. Warte, ich hab nochmal.
Schokoladenallergie. Hasi! Das passiert, wenn ihr Kindern zu viel Schokolade gibt, Leute. Hasi! Das kannst du als Ding reinmachen am Anfang. Diabetes bekommen anscheinend. Was hast du? Was hast du gezeigt? Man sieht es nicht in der Kamera. Ne? Ne 4. 4. Und eine 3.
Okay, gut. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und dass ihr Schokolade getestet habt. Ihr seid halt wirklich die Spezialisten. Jetzt wissen auch die Eltern, was sie für ihre Kinder nicht kaufen sollen. Ja. Und wollt ihr noch Grüße loswerden? Ja, haben wir. Ja. An eine YouTuberin und ja. An mich. An wen wohl? An mich oder was? Ich brauche eine YouTuberin. An die China. Ich bin ein YouTuber. Gruß an die China. Chila. Und dann Mr. Karate, den nehme ich. Jonas, hast du noch Grüße? Nein, Grüße an dich, Mr. Karotti. Du grüßt also mich, obwohl ja. Ich in dem Video bin. Ja, ich bin Mr. Karotte. Mr. Karotte. Ja, ich heiße also wirklich Mr. Hamsterpudel. Und ich grüße Mr. Hamsterpudel. Und ich grüße Lukas, ich grüße Yannick, ich grüße. Ich. Keine Ahnung, wen ich noch grüße. Ich grüße alle aus meiner Klasse und meine Mutter. Ja, und meine Freunde noch. Und ich grüße Tina und den Baumi, weil ja. Der ist ein guter YouTuber und der kann gut Japanisch. Mhm. Und der hat mir beigebracht, was Hallo auf Japanisch heißt und was Tschüss auf Japanisch heißt. Also dann, Leute. Sayonara! Tschüss! Das ist der Banane. Kein Kinderfreund, die Gefühle, die sind voll groß nach dem Schokolade. Die sind voll fertig. Oh mein Gott. Nahrungsmittelschokolade. Wo haben wir noch was? Nahrungsmittelschokolade, auf jeden Fall, man kennt sie.